Aber das Schlimme ist, dass tatsächlich ja auch Experten und Diplomaten sich auch dafür ausgesprochen haben, dass wir eine offene Debatte führen. Und das wird auch ganz klein erwähnt in diesem Bericht. Und auf das würde ich gerne nur ein bisschen mehr schauen. Das sind sicher alles Friedensforscher, Nur, nur. Experten. Ich denke, eine Diskussion über die Neutralität greift zu kurz. Es geht um viel mehr. Es geht darum, wie wir die Sicherheit Österreichs in Zukunft gewährleisten können. In einem Umfeld, das von hybriden Bedrohungen geprägt ist, das von möglichen Blackout-Szenarien geprägt ist. Eine Gruppe von Politikern, Experten und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft fordert allerdings seit längerem in offenen Briefen, Österreichs Sicherheitsstrategie und insbesondere die Neutralität auf den Prüfstand zu stellen. Und wie gesagt, das war jetzt ganz kurz, ja? Aber mir hat dann ein bisschen, ich habe dann auf die Website geschaut und mir gedacht so, schau mal, wie viele Gesichter ich da kenne. Und dann ist mir was aufgefallen. Und zwar geht es da eben um einen offenen Brief für die Sicherheit. Unsere Sicherheit.org, alles klar. Genau. Und bei den Unterstützern kann man sich so ein bisschen durchscrollen und ich denke mir dann immer so, da kämen mir ein paar Leute einfach bekannt vor, die eben gerade in diesem Konflikt, den wir gerade haben, immer wieder vor die Kamera treten, vor allem im ORF, aber auch bei anderen Sendern wie Servus TV. Das heißt, da sind die Experten dabei in dieser Vereinigung. Also zum Beispiel der Alexander Dubovny ist Stammgast bei Ö24 und bei Servus TV. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Beste, was wir tun können, an den Sanktionen festzuhalten. Idealerweise sollten wir diese Sanktionen nochmals verschärfen. Und wir dürfen auch die Unterstützung für die Ukraine nicht geringer werden lassen. Ganz im Gegenteil. Die Ukraine benötigt dringend schwere Waffen, unter anderem auch Panzerlieferungen. Walter Feichtinger, Brigadier, ist auch öfters in der ZIP zu sehen. Der Experte hält Kooperationen für nötig. Die Schweiz bemüht sich sehr, international zu kooperieren, rückt an die NATO heran, soweit es nur irgendwie geht und überlegt alles im europäischen Rahmen. Das müssen wir auch tun, weil nur so kann in Zukunft die Sicherheit gewährleistet werden. Rudi Fussi ist sowieso ein politischer Beobachter, was das Thema angeht. Ich hab da jetzt den Monolog sehr genau zugehört. Er verlässt derzeit das Studio, geht hinaus. Herr den Fussi verlässt das Studio. Franz-Stefan Gadi, auch schon ein paar Mal in der ZIP gesessen. Wenn wir vom Friedensprojekt Europa reden, möchte ich nur mal unterstreichen, noch einmal, dass dieses Friedensprojekt nur möglich war durch amerikanische Waffen. Durch amerikanische Waffen, die während des Kalten Krieges die Sowjetunion abgeschreckt haben. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, brauchen wir einen größeren Diskurs auch in Europa, speziell in Österreich und in Deutschland. Ich verbringe sehr viel Zeit in Berlin, was es wirklich bedeutet, effektiv und gut kalibriert aufzurüsten und gleichzeitig auch unsere Beziehungen zu Militär, zu Waffeneinsätzen zu evaluieren. Dann muss man sich die Frage stellen, was der Ottmar Karasner macht, aber okay. Die Neutralität steht einem Aufbau einer gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht im Wege. Da streiten die Und Experten. nicht, verstecken Sie sich nicht hinter der Neutralität, sondern nehmen wir doch offensiv an den Sicherheits- und Verteidigungsfragen unserer Zeit teil und schauen wir, wie wir das Beste zum Schutz der Bevölkerung machen. Können ja bei so einer Vereinigung sein. Schön wäre aber, wenn die Medienhäuser, wenn sie den Experten vor die Kamera ziehen, dann dazu sagen würden, schaut, er ist in einer Vereinigung, wo es darum geht, dass die Neutralität hinterfragen. Was, das wäre schön einfach, wenn uns die ZIP das oder Servus TV, wer immer, erklären wird und sagt, schaut her, das ist der Experte, dann haben wir aus diesem Verein ausgefischt. Hat die Ukraine schon genügend Waffen, zu viel geradezu? Nein, hat die Ukraine nicht. In Wirklichkeit braucht die Ukraine jetzt in dieser zweiten Phase der Kriegsführung so viele schwere Waffenlieferungen wie möglich. Genau, und die Sache ist ja die, es ist ja okay, wenn man bei sowas dabei ist, aber wenn, ich sage mal so, ein erheblicher Teil, wie zum Beispiel auch diese Dame. Nun ist ja die Angst von Deutschland, haben wir vorhin gehört beim deutschen Verteidigungsminister, dass gerade diese Panzerlieferungen eine Eskalation auslösen könnten. Wäre das so? Wie würde denn Russland reagieren auf die Lieferung dieser Panzer?
In Wirklichkeit hatten wir schon in der Vergangenheit, also während der letzten Phasen, immer wieder diese Ängste seitens der politischen Führung in mehreren westlichen Staaten, vor allem natürlich, wie Sie genannt haben, Deutschland gehabt. Allerdings haben sich diese Ängste bis jetzt nicht tatsächlich bewahrheitet. Und auch in dieser Phase sind die meisten Sicherheits- und Militärexperten der Meinung, dass die Lieferung dieser Panzer eigentlich zu keiner Eskalation führen wird. Die tatsächliche Eskalation wird eigentlich von Russland kommen, weil Russland sich gerade auf diese Eskalation vorbereitet. Also Russland braucht militärische Erfolge. Das heißt, die Eskalation wird nicht von der Lieferung der Panzer kommen, sondern von Russland. Oder der Ulrich Körtner. Ulrich Körtner, der Vorstand des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Universität Wien, sagt, ich halte die Impfpflicht als Ultima Ratio für ethisch gerechtfertigt. Und wenn ich das noch sagen darf, was ich nicht verstehe bis jetzt, ist A, warum hat man nicht zumindest für den Gesundheitssektor verpflichtend schon längst eine Impfpflicht eingeführt? Das sind alles Gesichter, die in meinen Recherchetagen, wo ich mir irgendwelche Sendungen vom ORF anschaue, mir einfach immer wieder unterkommen. Na, irgendwoher müssen sie ihre Experten kriegen, weißt? Da ist die Recherche schnell, weißt? Ja. Was sagt der Chefredakteur? Ah ja, die Gegenseiten sind als Putin-Freunde. Wo könnt ihr hinschauen? Ich schaue auf unseresicherheit.org und dazu gibt mir dann die Experten aus. Weil du gerade Chefredakteure gesagt hast, auch ein bekannter Chefredakteur mit Näheverhältnis zu Sebastian Kurz, mutmaßlich, ist auch dabei, und zwar der Rainer Nowak. Mit dem Chefredakteur der Zeitung Presse musste der Kurz Sebastian einfach nur nach Feierabend ab und zu einen Weißweinspritzer in der Pratersauna trinken. Ja, ja, sag mal Rainer Nowak, hast du schon Mittag gegessen? Ja, ja. Der sehr lange Chefredakteur bei der Presse war. Hast du schon geschaut, dass es morgen kein Seitenaufmacher wird, der mir nicht gefällt? Ja, ja. Rainer Nowak hat geschaut, dass kein Seitenaufmacher wird. Was anderes hat er auch angeboten. Er zeigt sich kooperativ. Und ich sage einmal so, wenn ein Chefredakteur, der natürlich das letzte Wort hat bei den Berichten, sie dazu bekennt, muss ich mir die Frage stellen, ob das so gut ist. Ich kann dann nämlich auch sagen, na, ist ein freies Land, ist eine freie Meinung, mach das. Aber wenn du über die Zeitung so ein bisschen Macht hast, ist es einfach scheiße. Ja, Entschuldigung. Naja, so einer hat dort wenigstens verloren eigentlich, ja. In der Chat-Affäre legt nun auch der Herausgeber und Chefredakteur der Presse, Rainer Nowak, seine Ämter zurück. Man wolle damit jeden Anschein von Befangenheit nehmen und die Unabhängigkeit der Presse wahren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung Nowaks und des Styria Verlags. Aber weil ich vorher gesagt habe, sie sagen es uns nicht. Na gut, sie haben es gerade in dem ZIP-Bericht uns herzeigt, ganz kurz, ja, diese Experten. Ganz kurz. Und da ist nämlich auch auffällig, was bei der ZIP oft passiert ist, dass in der letzten Sekunde noch irgendwas droppt wird. Und gut, dass du da so aufpasst. Weißt, das war der letzte Satz dieses Berichts. Und übrigens, das sind Experten, unseresicherheit.org. Mhm. Sie haben übrigens. Und da muss man dann selber nachgoogeln und sagen, und dann sieht man, dass die ganzen Experten von der ZIP ja da vertreten sind. Ja, großartig. Sie haben übrigens nicht gesagt, wer, also was die Ding ist. Sie haben nur gesagt, es gibt Experten mit einem offenen Brief. Sie haben nicht gesagt, wo ich das finde. Ich habe das dann im Screenshot quasi nur mal schauen müssen. Also, ja. Sie sind nicht transparent. Aber wenn jemand beim ORF anruft und sagt, hey, ihr habt es nicht erwähnt, dann können die sagen, wie haben wir es erwähnt? Ich habe ihn so droppen lassen, ganz kurz. Ja. Aber na, wie gesagt, super. Gesichter, die man halt einfach. Gibt es da Gegenseiten auch? Gibt es da auch welche, die sich auch für die Sicherheit für Österreich aussprechen, aber für die Neutralität sind? Gibt es solche Vereinigungen auch? Oder naja, sind die unnütz? Herr Reutner, als Friedensforscher, also Frieden schaffen mit mehr Waffen, das ist der Sendungstitel heute. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich das, was nötig ist? Oder braucht man eben, dass Europa sich aufrüstet, um den sogenannten Abschreckungsfrieden herzustellen? Wenn wir über europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nachdenken, welche Sicherheit, um welche geht es uns eigentlich? Geht es uns um Sicherheit durch Rüstung? Geht es uns um Sicherheit durch Rüstungsexporte? Sowas wie Abschreckungsfrieden, den Sie schon genannt haben. Oder beziehen wir uns stärker auf kooperative Sicherheit, das heißt inkludierende Organisationen, und setzen wir nicht nur auf einen Sicherheitsbegriff, der Sicherheit für Staaten und für Bündnisse gewährleistet, sondern auch die Sicherheit für Menschen, also menschliche Sicherheit. Und ich glaube, insgesamt sehen wir haben sowohl global betrachtet als auch im europäischen Raum
genug Waffen und genug Truppen. Wir sollten gerade jetzt im Hinblick auf die Russische Föderation und auf diesen Krieg in der Ukraine schauen, wie können wir Instrumente, Ansätze und Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung und der Konfliktlösung entsprechend ins Zentrum rücken. Wenn wir jetzt von dreistelligen Milliardenbeträgen hören, die wieder in die Rüstung investiert werden, ich sehe da keinen großen Mehrwert zur Bearbeitung dieses Konfliktes, vor allen Dingen zu einer ursachenorientierten Bearbeitung des Konflikts. Und um das muss es uns ja letztendlich gehen. Oh, hallo! Wir sind die Jungs von Nullpunkt und ihr habt euch gerade einen Clip von Alles Gute Österreich angeschaut. Wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt jetzt am besten hier hin. Und wenn ihr wissen wollt, was wir sonst noch so machen, dann klickt jetzt am besten dahin. Da ist unser Kanal. Und wenn ihr schon am Kanal seid, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, ein Like, ein Kommentar und über Spende würden wir uns besonders freuen. Danke! Alles Gute! Tschüssi!